So, nochmal herzlich willkommen bei VfQ. Ich freue mich sehr, dass Sie beim ersten Check-in im September dabei sind zum Thema Podcasting für Einsteiger. Ganz einfach zum ersten Podcast, ein sehr aktuelles Thema. Ich freue mich, dass unsere Referentin, die Natascha, bei uns ist. Und ich freue mich mit dir auf einen ganz spannenden Nachmittag. Die nächste Stunde gehört dir. Danke, Natascha. Danke, Veronika. Und herzlich willkommen meinerseits. Mein Name ist Natascha Lupitsch. Ich freue mich, dass so viele Interesse mitgebracht haben zum Thema Podcasten. Und ich werde auch die Folien gleich herzeigen zum Mitschauen der Beispiele, die ich mitgebracht habe. Ich gebe das Ganze sehr praxisorientiert weiter, mein Wissen. Ich bin selbst Social Media Expertin seit vielen Jahren und gebe mein Wissen rund um Social Media, digitales Marketing, Webseiten, Podcasts, ist jetzt ganz aktuell weiter online, auch vor allem durch Beratungen, Trainings und Vorträge, so wie heute. Ich bin auch in der Wirtschaftskammer immer einmal im Monat kostenlos zu hören zum Thema Facebook und Instagram, falls Sie das interessiert. Und auch zum Thema rechtliche Stolpersteine, die kann man auch gemeinsam, mache ich das mit einem Rechtsanwalt kostenfrei besuchen. Wenn Sie es interessiert, auf meiner Webseite nataschalubitsch.at finden Sie alle Termine und Anmelde-Links dazu. Ich habe eine wirtschaftliche und eine technische Ausbildung und gebe mein Wissen weiter an jede Art des Unternehmens in allen Branchen und in jeden Größenvarianten. Und heute zum Thema Podcast möchte ich sehr praxisorientiert und leicht verständlich, hoffentlich auch von der Technik her, weitergeben, die Tipps. Und ich habe so ein Grundkonzept mitgebracht, ein paar Grundlagen zum Erstellen von eigenen Podcasts. Was braucht man da? Mikrofon, Technik und so weiter. Aber was ist überhaupt das Ziel von dem Ganzen? Was will man denn erreichen? Und wie erstellt man ein Konzept und dann welche Plattform, welche Formate gibt es da? Und wenn man dann sagt, okay, ich möchte das mal ausprobieren, gibt es auch Gerätschaften und wie man das produziert, gebe ich ein paar Tipps auch gleich zum Umsetzen. Falls Sie am Ende gleich Lust bekommen haben, das zu tun, lade ich Sie ein, das auch am Handy gleich zu probieren. Das ist einer meiner letzten Tipps an Sie. Und eigentlich ist dieses Podcasten ja auch verbunden, wo diese Audio- oder Videoaufnahmen liegen, dieser Podcast mit Hosting. Also meistens hat man dann eine Webseite auch und dann will man natürlich, dass ganz viele Leute davon erfahren und verteilt es vielleicht oder man schaltet eine Werbeanzeige, um das zu verbreiten, was dort gesagt wird. Fangen wir gleich mal an, ganz praxisorientiert. Ich möchte Ihnen nochmal ein Gefühl geben für die, die es noch gar nicht kennen, was ein Podcast überhaupt ist. Habe ich da jetzt die Zeit? Das ist ein Zeit online, das kennen sicher viele von euch. Und natürlich kann ich das in Papierform lesen und auch in Textform lesen, aber ich könnte es mir auch zum Beispiel anhören. Also zu Beginn gibt es so ein kurzes Intro, also ein Wiedererkennungsmusikstück. Und dann kann man sich da so vorspulen auch. Und ihr seht schon, ich kann mir das anhören. Das sind so 7 oder das ist nur 4 Minuten lang ein Interview-Podcast. Also da werden dann halt Leute auch wie da eine Regisseurin eingeladen als Gast, um zu sprechen, um Geschichten zu erfahren im Umgang oder Erlebnisse, Fragen zu stellen oder was Lustiges auch. Also es sieht, möchte ich nur so einen Einblick geben. Das heißt, alles, was jetzt natürlich auch Einschränkungen auch ein bisschen durch Covid bedingt nicht möglich ist, physisch durchzuführen, ins Studio zu fahren etc., kann man auch alles online machen mit Tools und die werde ich euch jetzt auch zeigen. Das war nur so ein kleiner Vorgeschmack, damit die das erste Mal das hören, ein bisschen eine Idee bekommen, wie sowas ausschaut. Wie erstellt man einen Podcast? Also eigentlich braucht man ein Aufnahmegerät. Das kann man entweder am PC machen, am Apple oder am Handy. Das zeige ich alles noch. Oder am Telefon. Also man braucht einfach eine Audioaufnahme. Es gibt jetzt auch Video-Podcasts, also Video und Audio quasi zum Hören und Sehen, wenn man das will, je nachdem, welches Gerät man nutzt. Und ich zeige auch,
die unterschiedlichen Geräte noch im Detail. Am besten ist es, ein MP3-Format zu nutzen, weil das die meisten und gängigsten Geräte gut verstehen können. Das Ganze, ich will jetzt nicht so sehr in die Technik gehen, wird auch ausgestattet mit einer Datei, die nennt sich RSS-Datei, damit ich das auch abonnieren kann, ist das wichtig. Ja, ich zeige das auch im Detail dann noch später. Das heißt, eine Episode von Natascha 1, 2, 3 kommt heute raus und dann nächste Woche gibt es dann die zweite Episode. Und damit ich weiß, wie es weitergeht, also Sie können auch Geschichten erzählen zum Beispiel oder ganz kreative Sachen machen, dann kann ich das abonnieren und bekomme eine Benachrichtigung, wenn die nächste Episode quasi verfügbar ist zum Anhören oder Anschauen. Und das funktioniert mit dieser RSS-Datei. Mehr brauchen Sie gar nicht dazu wissen. Ich zeige Ihnen dann noch ganz ohne Technikwissen, auch für die, die es ganz im Detail wissen wollen, werden die quasi informiert. Und unten ist diese Grafik auch, die Alice will quasi etwas aufnehmen, etwas tun, hat einen Computer, macht dann eine Datei, wird konvergiert, also verändert in eine MP3-Datei. Das Ganze geht mit RSS ins Internet, damit es auch gut gefunden wird und abonniert werden kann. Und der Bob auf der rechten Seite, den interessieren gewisse Dinge und der will sich umschauen, was kann er sich anschauen und anhören von Experten oder von Medienorganisationen oder vieles mehr. Und wie kann er laufend davon auf seinen verschiedensten Geräten auch davon informiert werden, sei es jetzt am Laptop, am Tablet, am Handy. Und genau um das geht es jetzt einmal kurz in der Übersicht. Das war auch schon die ganze Technik. Ich will Sie nicht verschrecken. Jetzt geht es mal richtig los, dass wenn Sie mal anfangen, vielleicht wollen Sie sich nur mal umschauen auch nur und umhören, was es alles gibt. Also das Bekannteste ist natürlich die ORF, Radiothek und auch da gibt es Fernsehsendungen zum Nachschauen, aber auch Podcasts. Und deshalb sollte man sich zu Beginn einmal überlegen, warum, was will man für ein Ziel erreichen? Beim ORF ist es natürlich das Ziel der Berichterstattung, Informationsverteilung, Markenbekanntheitssteigerung. Und dazu gibt es dann auch verschiedenste Dinge, die man sich anschauen kann im Bereich ORF-Podcast, wenn man sich dann so durchklickt. Sie kennen sicher die orf.at-Webseite und da gibt es dann unter der Radiothek nur Podcasts. Also ich liebe zum Beispiel die Sternstunden und ich verpasse sie natürlich auch hin und wieder mal und dann kann ich es mir danach hören und deshalb habe ich das abonniert. Und ich möchte Ihnen das auch gleich so zeigen, dass das... Natascha, wir hören eigentlich gar nichts. Okay, ja. Wie sieht es jetzt aus? Ich habe ein bisschen lauter geschalten, auch noch nicht. Nicht wirklich. Vielleicht probierst du einen ganzen Bildschirm zu teilen. Okay. Nochmal, dann sieht man, schauen wir mal. Probiere ich das mal. Danke für den Hinweis. Ganzer Bildschirm teilen, ja. Ich hoffe, es funktioniert. Probieren wir es. Ansonsten kann man es unter dem Link, der dann auch drinnen ist. Ja, jetzt hören wir es besser. Ah, vielen Dank, Veronika. Gerne. Naja, die gehen ein bisschen vorsichtig hinein, aber sie kommen schon wieder ins Gerda Roger vielleicht, einer oder anderen. Und da gibt es natürlich auch ganz viele andere Themen, was beim ORF auch verfügbar ist zum Thema Podcasts. Und ihr könnt auf der Webseite euch dann einmal durchstöbern und auch schauen, was euch vielleicht so interessiert von den Radioprogrammen, die ihr vielleicht auch gerne mal hört. Auch Ö1 natürlich ist vertreten. All die ganzen moderierten Sendungen werden quasi auch aufgezeichnet als Podcast. Ö3, Ö1, Radio Burgenland. Schauen wir mal, ob Oberösterreich auch dabei ist. Sind ich jetzt am ersten Schritt Niederösterreich? Ah, ist Oberösterreich. Ja, die Linzer Torte zum Beispiel. Okay. Also auch da ist es ein Podcast zum Anschauen, Anhören. Und ich kann das dann quasi auch mir dann aufheben und abspeichern und ich kann das vor allem auch abonnieren, das ist das Wichtigste. Das heißt, es kommt wieder raus, die nächste Episode und da brauche ich dann diesen RSS-Feed. Also ich will auch nicht schrecken damit, aber ich will auch nur zeigen, das ist so ein technischer Code im Hintergrund, der mich dann informiert, je nach Gerät und ich zeige dann die verschiedenen Geräte dann auch, dass es eine neue Episode gibt. Ja, also von
was immer ich abonnieren möchte. Das ist wie ein Abo von einem Zeitschrift, Magazin etc. Und eines der wichtigeren, noch wichtigeren, größeren Plattformen, wo ich eine Unzahl an Podcasts in Österreich, aber auch weltweit finden kann, ist eines der am meisten verwendetsten Podcast-Plattformen. Haben vielleicht die einen oder anderen schon gehört, nennt sich Google Podcast. Also da kann ich zu allen möglichen Dingen auch einerseits suchen und da ist die Google-Suche auch hinterlegt. Ich klicke da mal als Beispiel auch hin. Ich kann hier oben durch die Google-Suche das Thema suchen, das ich möchte. Und dann kann ich es, wir kommen Vorschläge auf und ich kann das dann auch anhören. Also ihr seht schon, das ist die ZIP, die vielleicht irgendwo verpasst wurde. Und das war schon der Intro-Jingle auch. Also die Intro, meistens ist so ein paar Sekunden eine Musik zu Beginn, damit man es wieder erkennt, damit man hört, ah, um was geht's da. Welcher Kanal ist das, den ich abonniert habe? Also so könnte ich ja dann auch zur Webseite schauen, wo da ich nochmal im Detail alles nachlesen kann zu dem Podcast. Und ich kann diesen Podcast dann abonnieren, indem ich ein Google-Konto, wo ich jetzt eingeloggt bin, nutze. Das heißt, auch hier, wenn wir jetzt gerade im Google Meet sind, kann man also diese Dinge abonnieren. Und ich kann dann auch in die Suche gehen und mir nach Themen heraussuchen, etwas, was mich interessiert. Also schauen wir mal zum Thema Frauen. Gibt es da einen Podcast? Und sehe ich da Vorschläge, zum Beispiel Lebendig Frau sein? Kann ich mir die Webseite anschauen dazu? Meistens sind es Berater oder Trainer, die nicht nur vielleicht einen Blog führen, sondern vielleicht auch einen Podcast dazu, damit man einfach ein Gefühl bekommt, aha, hier oben rufe ich gleich einen auf. Das ist halt ein anderes Ziel, das man verfolgt. Also da ist es die Expertin zum Thema rund um Frauen und was die Themen so dabei sein mögen. Wie hier zum Beispiel Trau dich, Vertrauen und Grenzen, Teil Nummer 6. Und hier kann ich mal also den Text anschauen. Also gerade für Dienstleister vielleicht auch ein wichtiges Thema, um sich zu präsentieren oder auch seine Gedanken zu verschiedensten Themen zu zeigen. Und hier unten ist schon die Möglichkeit, das zu abonnieren. Auch mit Spotify ist einer der größeren Plattformen oder der Deezer. Das ist auch eine Plattform, wo man dann seine Podcasts einstellen kann. Das ist eine Deezer.com, wo man dann eben Sachen auch abonnieren kann, nochmal anhören kann. Und für alle diese Plattformen gibt es dann auch ein Konto. Also ich bin jetzt noch nicht eingeloggt, aber man kann hier ein Konto anlegen und dann auch Dinge wieder abonnieren. Und eines der bekanntesten Plattformen ist auch Spotify. Vielleicht kennt das auch einer von euch, wo man also auch Musik und Audio anhören kann und auch Podcasts anhören oder einstellen kann. Und auch hier sind die ganzen Episoden jeweils zu einem Kanal, wo sie eben sich präsentiert, die Lian, zum Nachhören, zum Abonnieren. Und dann kann ich das auch so einbetten in eine Webseite selbst, so wie Sie es da jetzt sehen in Ihrem Blog oder Podcast-Bereich, schreibt sie dann auch Texte und man kann das dann abonnieren und dann verschiedene Dinge auch noch fragen oder ein Abo gleich per E-Mail besorgen oder bestellen. Und das ist also eine große Plattform, Google Podcasts, und da findet man dann auch, wenn man ein Konto angelegt hat, das kostenfrei ist, seine Abos, seine Wiedergabensachen oder man hat einen RSS-Feed, den jetzt Google vielleicht nicht kennt, weil man gerade erstellt hat und dann holt er diese Podcasts hinein. Das ist quasi so ein Lese- oder Hörgerät für Podcasts, was kostenfrei ist im Internet unter dieser Adresse podcast.google.com. Das kann sich jeder auch in einem Browser anschauen und anhören. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, wie das ausschauen kann. Natascha, jetzt hätte ich persönlich eine Frage, und zwar die Podcasts, die du auf Google gesucht hast, sind, nehme ich an, kostenfrei, weil Spotify und weiteres ist ja kostenpflichtig. Wo ist da der Unterschied? Gibt es da einen Unterschied?
Ja, also Google Podcasts sind eine offene Plattform, da kann jeder auch seine Podcasts anschauen, anhören, das Konto ist frei. Ich kann auch Spotify nutzen in der Gratis-Version. Es gibt eine Bezahlvariante. Ich schaue gerade, wo ich das nochmal am leichtesten aufrufen kann. Also ich nutze zum Beispiel Spotify in der Gratis-Version. Also wahrscheinlich ab einem gewissen, bin mir jetzt nicht absolut sicher, wo da die Grenze ist, vielleicht von der Länge her. Oder auch, ob man es mit oder ohne Werbung hören will dazwischen, glaube ich. Da müsste man dann zahlen, was ich mich erinnern kann, das letzte Mal. Ich bin jetzt Genau, nicht, also mit Werbung muss man zahlen. gerne zahlen, genau. Okay. Na, also ich verwende hauptsächlich die Google-Plattform. Podcast ist keine Werbung drinnen, ist ein bisschen angenehmer auch. Und es gibt vor allem dann auch die Apps für Android zum Runterladen. Am Handy, ich höre es mir gerne am Handy auch an, unterwegs, wenn ich irgendwo Zeit habe, wo ich für etwas warte oder so zum Beispiel, da kann ich mir die App runterladen für Google, hat auch sehr gute Bewertungen, also von der Qualität und von der Vernutzung her, kann man das Ganze aber auch für Apple herunterladen als App, dann heißt, ich sehe alles, was hier zu sehen ist, jetzt bin ich am Desktop, auch auf dem Handy im Apple. Aber ich habe danach noch eine Statistik mit Übersichten, was es noch für Plattformen gibt und wo sich die Leute so am meisten aufhalten. Das gibt vielleicht nochmal Orientierung. So, was brauche ich für ein Equipment, wenn ich loslegen will? Natürlich einmal ein Mikrofon. Also es gibt verschiedene Varianten. Einmal kann ich es auch, das zeige ich zum Schluss, als App das Mikrofon am Handy nutzen. Oder man hat ein externes Gerät, so wie das hier bei Amazon, ein Aufnahmegerät, was quasi auch mit einem Stativ zum Hinstellen, zum Hinlegen, je nachdem, ob man unterwegs ist, einen Interviewpartner vielleicht auch hat, den man interviewen will, mit einem sehr hochwertigen Mikrofon, also höherwertig, sage ich jetzt einmal, als wie das normale Handy-Mikrofon, weil es ja auch sehr leicht vielleicht Störgeräusche aufnimmt von der Umgebung und das will man ja möglichst ruhig, diese mit einer ruhigen Umgebung aufnehmen, damit möglichst die Stimme klar hinüberkommt und nicht so sehr von der Umgebung beeinflusst ist, also wie Straßenbahn, was auch immer sonst, je nachdem, wo man sich halt aufhält, das Ganze stört. Das ist ja deshalb auch beim Radiosendungen gibt es ja eigene Studios mit Abschirmungen von anderen Geräuschen rundherum, damit man eben genau den Sprecher gut hören kann. Und da gibt es ganz viele verschiedene Arten von Mikrofonen. Das wäre zum Beispiel eines, wo man auch direkt die Aufnahme selbst abspeichern kann auf einer Karte. Und die Karte kann ich dann nehmen und gehe dann entweder am Laptop, am Tablet oder am Desktop irgendwo hin und bearbeite vielleicht diese Audioaufnahme noch einmal mit einem Vorspann, wo man ein kurzes Jingle, also eine kurze Intro-Musik hineingibt, wie wir es vorhin gehört haben, beim ORF zum Beispiel, der sagt, hallo, willkommen beim ORF-Podcast. Und dann beginnt die Sendung quasi, die Aufnahme. Oder man will zum Schluss einen ausklingenden Musik spielen lassen, einfach um das Ganze zu ummalen. Genauso wie im Radio quasi wird man dann auch vorher und nachher vielleicht. Oder manche machen das auch mit Werbesendungen dazwischen und verlangen dann auch ein Geld, ja, und stellen das dann als Podcast rein, um die Finanzierung von zum Beispiel Plattformen, die diese Audioaufnahmen abspeichern, auch zu finanzieren, ja, oder einfach die Arbeitszeit. Also es gibt einen eigenen Beruf auch dazu. Und diese Intro- und Outro-Musik, also die zu Beginn und beim Ende vielleicht verwendet werden möchte, da gibt es eigene Plattformen dazu, Bezahlvarianten und auch kostenfreie Musik. Ich nutze zum Beispiel die kostenfreie Royalty-Free, das heißt, man muss jetzt keine Gebühren zahlen an die AKM zum Beispiel, von pixabay.com/Musik. Vielleicht kennen die ein oder andere Pixabay von Fotos und Videos, die kann ich dort auch kostenfrei nutzen, lizenzfrei quasi für zum Beispiel Webseiten, Blogs oder andere Social Media Kanäle, wo ich mir vielleicht Bilder hernehme und dann vielleicht etwas draufschreibe, um Beiträge auf Facebook, Instagram, wo auch immer einzustellen, braucht man ja auch Bilder dazu und das ist eine große, große Datenbank dahinter, die kostenfrei nutzbar ist, unter anderem eben auch für Musik. Kann ich kurz auch mal zeigen, indem ich draufklicke. Ich hoffe, jetzt hört man das auch gut.
Man kann das natürlich dann auch, wenn man ganz ausgefeilt ist, mit Audio-Schnitt-Software-Systemen auch im Hintergrund laufen lassen, wenn man das möchte. Also man kann es dann, es ist 3 Minuten lang, man kann es auch kürzen, zum Beispiel mit Schneidgeräten und Schneidsoftware-Systemen. Da habe ich auch ein paar Links auch mitgebracht und Systeme, die man nutzen kann. Die zeige ich gleich im Anschluss. Oder Audio Jungle, da bin ich manchmal auch sehr gerne unterwegs. Wenn man eine andere Art der Musik eben in den kostenfreien Varianten nicht findet, dann kommt man um 1 Euro oder 1 Dollar sehr kostengünstige Logos, Musikkits, Soundfiles und so weiter. Das geht schon ein bisschen in den fortgeschrittenen Bereich hinein. Wenn man da eben einen Spaß hat mit Audioschnitt, gibt es da ganz, ganz viel auch um sehr günstigen Preis. Wenn es dort nicht fündig werden, habe ich noch eine dritte Plattform, die ich hin und wieder auch nutze, wo man auch sehr kostengünstig Tracks, also Musik einkaufen kann mit so hochqualitativen Sound, also Studioqualität. Oder man kann auch die YouTube-Plattform nutzen, um die Gratis-Musik von YouTube für Content Creators, also Audio Library, einfach eingeben auf YouTube, dann kommt man zu dieser Plattform hierher und da kann man auch Musik 50 gratis herunterladen, anhören und schauen, ob das ein passendes Untermalungsinstrument für Sie wäre. Hat man damit nicht genug zu tun, kann man auch sagen, ich will was ganz was Spezielles haben, wie da zum Beispiel unter Fiverr, das ist eine Online-Plattform für Dienstleistungseinkauf. Jetzt nicht nur für Musik oder Audio, sondern auch für Videos, für Webseiten, für Schreiben von Texten oder digitales Marketing, Grafikdesign, also ganz eine riesengroße Plattform weltweit. Da bin ich jetzt drinnen im Bereich Podcasts, wo zum Beispiel, und das sieht man auch in der Vorschau gleich, vielleicht klicke ich da auch nochmal drauf. Damit man das live sieht, wo ich dann quasi mir die Podcasts, er wird gleich wissen, wer ich bin, ja, damit er mir auch gleich sagen kann, das und das ist meine Präferenz. Okay, wenn wir jetzt gleich ein Konto verkaufen, das wollte ich jetzt nicht. Schauen wir mal, ob es auch ohne geht. Also da gibt es dann nochmal so, also mit verschiedenen Sound und Musik und Stimmeneffekten, das ist jetzt zwar nur auf Englisch, aber es gibt es auch auf Deutsch, dass man dann quasi so wirklich wie im Radio Sendungen oder das war jetzt ein bisschen mehr ein Beispiel im amerikanischen Bereich, so ein bisschen was ganz was Ausgefallenes, aber nur um 44 Euro quasi kaufen kann. Und der nutzt dann eben ihre Stimme, ihre Wünsche und bastelt das zusammen. Das ist ein Dienstleister eben, der das anbietet, der ihre Stimme nutzt, um diesen Podcast-Intro zu gestalten. Also ist auch sehr kostengünstig, aber sehr speziell halt, je nachdem. Promis zum Beispiel nutzen das daneben und sehr, sehr viele Leute, die eben jetzt sich nicht mit Technik auskennen, die können das eben an diese Dienstleister auslagern, die eben wo zwischen 2017 sehe ich da auch, 17 Euro aufwärts bis hoch zu ein paar hundert Euro so eine Intro-Video und Podcast gestalten, professionell gestalten, so wie eine Radiosendung ja auch meistens dann so beginnt. Wenn Sie sagen, oh, das wird mir alles zu viel Technik und ich weiß nicht, das Mikrofon und dann muss ich Musik dazu und die Episoden und dann raufladen etc., dann gibt es auch sogenannte fixfertige Plattformen, die das technische Rüstzeug im Hintergrund für Sie erledigen. Eines davon ist zum Beispiel Podigree, seine eigene Plattform, wo man sich ein Konto anlegen kann. Dass das ganze Hosting, das heißt dort, wo die Datei liegt und somit verfügbar ist, rund um die Uhr auch abrufbar ist, für Sie mit Statistiken auch im Hintergrund, wie viele Leute haben sich das jetzt angehört zum Beispiel, woher kommen die her? Also sehr, sehr einfach vom Hochladen quasi der fixfertigen Audiodatei bei dieser Plattform, die machen auch die Veröffentlichung auf den gängigen Podcast-Plattformen wie Google, Apple und so weiter. Und man hat Statistiken dazu im Hintergrund auch und man sieht, wie viele Leute
das angehört haben. Es ist auch mit datenschutzkonform abgeklärt quasi und ein toller Support, was ich jetzt auch gemerkt habe, und die gängigen Plattformen, wo dann die Leute auch suchen nach Podcasts, sind eben Spotify, Apple Podcasts, Amazon, Google, die ich schon zum Teil genannt habe, und ich glaube, von den Preisen ist auch sehr günstig. Ich schaue da mal hinein, also ab 12, je nachdem, was man braucht, übernehmen die quasi die ganze Arbeit im Monat 12 Euro. Ist noch erschwinglich. Und damit kann man überall diese Podcasts hören, auf den verschiedensten Plattformen. Die machen die quasi die Verteilung dieser Audiodateien, die sie gemacht haben, auf allen gängigen Plattformen. Die Leute können es abonnieren und sie finden, das heißt, diese Verteilerfunktion übernehmen diese und auch das Hosting. Und damit kann man den Podcast auch besser finden. Und dann gibt man auch, wenn sie das nutzen wollen, diese Plattform, gibt es dann so ein, was sie jetzt vor sich sind. So schaut dann der Podcast-Player aus, so wie wir es auch vorhin vielleicht im Blog gesehen haben bei der Dame. Dieser Button und der Text, den sie definieren, kann man dann mit einem Code einbetten auf ihre Webseite, auf ihren Blog, auf ihrem Ort, wo immer sie auch noch zusätzlich zu dieser Plattform etwas sagen oder schreiben wollen. Können sie auch auf Facebook reingeben, wo auch immer. Also man kann dann dies, so wie es jetzt hier dargestellt ist, mit unterhalb subscribe, also auch bestellen oder abonnieren, damit ich weiß, wann die nächste Episode rausgekommen ist, so einbetten auf eine Webseite. Das haben wir uns vorher gerade angeschaut mit Spotify Podcast. Ja, wenn Sie sich da mal umschauen wollen, ist es gratis. Einfach nur ein Thema, die Sie interessiert, vielleicht eine Bibliothek einmal anlegen. Und wenn Ihnen das nicht genug ist, es gibt auch jetzt die Tendenz, das Ganze nicht nur mit Audio, sondern auch mit Video zu versehen, diese sogenannten Videoblogs. Veränderung ist du, ich, Mut, Teil 2. Und das ist jetzt zum Thema Veränderung. Der zweite Teil ist auch eine Art Episode, die dann wieder, wenn man ein YouTube-Konto kostenfrei nutzen kann, einen Code bekommt, und dann hat sie das eingebettet auf ihre Webseite, um ihre Dienstleistung zu erklären und zu beschreiben. Unterhalb nochmal in Textform, um dann einen Kurs zu besuchen oder den Kurs zu verkaufen natürlich. Also für Dienstleister ganz interessant, sich so darzustellen über das Internet, weil es eben auch in Videoform ein Gefühl vermittelt, wie funktioniert die Dienstleistung und ist mir derjenige sympathisch etc. Ist jetzt eine Tendenz in Richtung Video-Podcasts auch zu sehen. Wo sind die meisten Menschen mit ihren Podcasts registriert? Also da gibt es eine eigene Seite, die sich auch laufend ändert. Je nachdem, wer jetzt gerade wieder etwas runtergeladen hat, draufgeladen hat oder eine App aufgerufen hat. Aber tendenziell sind es die Plattformen, die ich schon teilweise genannt habe, nämlich Spotify ist Nummer 1. Hat man ein Apple-Gerät, dann ist es Apple Podcast, dann der dritte Platz wären Google Podcasts, Castbox und so weiter, bis auch im Webbrowser hinunter. Sie sehen die Liste vor sich, auch in Prozent. Also die meisten nutzen dann die größeren Plattformen oder je nach Land vielleicht noch ein bisschen eine andere Verteilung. Und je nachdem, welche Plattform und welches System sie nutzen, ob sie es händisch machen wollen, die Verteilung und hinaufladen oder so einen Plattformbetreiber in Anspruch nehmen, der das für sie macht. Was sie halt brauchen, ist ein Mikrofon, wenn sie sagen, sie haben irgendwo ein ruhiges Zimmer. Das kriegen sie auch bei Amazon, so ein genanntes Richtmikrofon. Gibt es dann auch mit Ständer, wenn sie wollen, oder ein kleiner Ständer am Tisch. Und sie können dann auch schon loslegen mit ihrem PC, dass das mit einer Software, zum Beispiel gibt es ja ganz viele Audio-Software-Systeme, die, glaube ich, habe ich jetzt auch im Detail. Genau, da ist das gängigste, wenn Sie nichts zahlen wollen, ist zum Beispiel eine Open-Source, kostenlose Software, die ich auch nutze, sehr empfehlenswert, nennt sich Audacity, kann man als Software runterladen, schaut so aus wie hier, kann man dann auch zum Schneiden verwenden oder zum Einfügen von Audiodateien ineinander mit einem Intro-Video oder Intro-Sound
Man kann damit auch ganz viele Dinge schneiden, ausgleichen, auch konvergieren in verschiedenen Formaten, die es gibt beim Audio. Oder sie lagern das eben alles aus, wie ich manchmal zum Beispiel auch Zoom nutze. Das ist bis zu 40 Minuten. Sie haben es wieder geändert. Ich habe jetzt die Bezahlvariante ohnehin genommen. Audio-Meetings aufnimmt mit einer eigenen, also man kann Audio und Video aufnehmen in zwei getrennten Dateien und diese kann ich dann einerseits nutzen, um es auf YouTube zu geben und andererseits auch als Podcast zu nutzen, als MP3-Datei, die dann bei der Aufnahme funktioniert. Und Sie können es auch kostenfrei nutzen, je nachdem, wie lange Sie aufnehmen wollen. Podcasts gibt es in allen möglichen Längen vom ORF, weiß nicht, 4-5 Minuten bis hin zu auch längeren, bis zu einer Stunde Ö1 Radiosendung. Da gibt es keine Beschränkung, wie lange. Außer Sie haben eben diese Werkzeuge wie hier mit einer Kontobeschränkung, je nachdem, ob Sie das einfach nochmal ausprobieren wollen. Gibt es auch fürs Handy Android und iPhone als Software am Handy. Da müssen Sie halt nur mehr aufpassen. Die meisten Fehler sind eben die Umgebungsgeräusche, dass Sie die möglichst abschirmen und eine ruhige Präsentation von dem, was Sie sagen, zu gewährleisten. Sie können auch, wenn Sie sagen, ich will keine Software am Handy oder am Computer haben, Sie können es auch am Desktop nutzen und auch eine Plattform wie den Iris nutzen, wo Sie das aufnehmen und auch abspeichern an dieser Plattform, diese Audiodatei, aber das Verteilen macht das quasi dann nicht so sehr wie die anderen Plattformen. Es gibt ganz, ganz viele Anbieter, man müsste das im Detail dann vergleichen, was Sie alles genau möchten. Da müsste man es wieder händisch einreichen bei den großen Plattformen. Das habe ich kurz gezeigt. Also wenn Sie es hören wollen, die Podcasts von der Plattform Google Podcasts, dann gibt es die kostenfreie App für Android zum Runterladen. Dann können Sie sich ja mal generell umschauen und umhören, was es so alles gibt. Sie können auch, je nachdem, ob Sie Android- oder iPhone-Nutzer sind, das Wort Podcast einfach nur eingeben. Und Sie finden eine Unmenge an Apps, die kostenfrei zur Verfügung stehen. Ich verwende den links unten übrigens, der lilane mit dieser geschwungenen Linie, der heißt Anchor. Damit kann ich am Handy, am Android-Handy, einfach die App aufrufen, so wie der Herr hier das Mikrofon zum Mund nehmen und sofort meinen eigenen Podcast kostenfrei erstellen. Und das schaut dann so aus, wenn Sie das runtergeladen haben, ein Konto angelegt haben. Sie können natürlich auch ein externes Mikrofon am Handy anhängen, falls Sie da eben mit der Qualität noch ein bisschen schauen wollen, je nachdem, wie gut Ihr Handy ist. Und dann schaut es so aus, wie hier jetzt vor Ihnen. Habe ich heute einen Screenshot gemacht von mir am Handy. Das heißt, die App aufrufen und einfach dann sagen, in der Mitte der rote Knopf auf der linken Seite, das linke Bild aufnehmen, draufklicken, das Mikrofon zu sich führen und dann eben schon mal beginnen, etwas zu sagen, etwas zu tun, um als Experte vielleicht oder ein Wissen zu verteilen. Oder Sie sagen, nein, will ich nicht aufnehmen, ich will mich einfach nur umhören, was es so alles gibt, dann gibt es das auch. Es gibt auch eine kostenlose Sound-Bibliothek mit Video, also mit Audio-Files, die ich nutzen kann, kostenfrei. Und auf der rechten Seite so habe ich mal eine zum Thema Nieren etwas aus einem Buch vorgelesen, weil ich mich für chinesische Medizin interessiere zum Thema Nieren. Und das ist ja, hat mich sehr fasziniert und ich habe es einfach mal ausprobiert. Im Privaten meditiere ich auch sehr gerne und schaue dann eben, dass der Geist ein bisschen zur Ruhe kommt und da sind die Nieren ganz, ganz wichtig, dass die auch, sehr spannend, hören Sie sich's an, wenn Sie wollen, aus einem chinesischen Buch erklärt und das ist einfach eine ganz leichte Möglichkeit, auch mit dem Handy, falls Sie irgendwo unterwegs sind und eigene Themen haben oder einfach nur ausprobieren wollen, einen Podcast zu erstellen, lade ich Sie ein, das zu nutzen und wenn Sie dann Fragen haben, die schauen wir jetzt gerne auch Ihre persönlichen Fragen dazu an und zeige Ihnen auch Beispiele im jetzt anschließenden Teil
wo ich Ihre Fragen aufnehmen möchte, aus dem Chat, wenn Sie die schon mal reinstellen. Und falls Sie mal weiterführende Tipps noch haben wollen, ich biete ein kostenfreies Erstgespräch an rund um digitales Marketing, Social Media Marketing, Facebook, Instagram, LinkedIn, Xing und so weiter, biete ich auch Trainings an. Und jetzt freue ich mich, wenn Sie das einmal ausprobieren zum Thema Podcast. Und vielleicht finde ich Sie dann auch, oder Sie können mir auch gerne in den sozialen Medien schreiben, wenn Sie das möchten. Ich schaue es mir dann gerne auch an und wenn Sie Fragen haben, kann ich Ihnen auch später noch dazu Tipps geben. Ich freue mich auf eine Vernetzung, wenn Sie dies wünschen. Und jetzt würde ich vorschlagen, gehen wir auf die Fragen ein. Ja, vielen Dank.